So, Freunde, wir sind heute in meinem schönen Scania Streamline RJS unterwegs. Wir haben alles mit eingepackt. Wir können jetzt losfahren aus der Firma her und können jetzt unsere Lieferung schnell nach Uppsala liefern. Vielleicht habt ihr ja schon den Trailer-Skin gesehen. Die sind natürlich dafür da, für die ganzen Kanalmitglieder auf meinem Kanal. Also wenn ihr noch kein Kanalmitglied seid, ja, überlegt es euch doch mal vielleicht. Denn jeden Sonntag oder wenn ich es natürlich vorher schaffe in der Woche, werde ich die ganzen Namen aktualisieren auf meinem Trailer. Und dort hat dann jeder seinen Ehrenplatz. Noch ist es relativ gut lesbar. Noch haben wir gar nicht so viele, wo man sagen muss, ich muss das wirklich klein schreiben, dass man jeden Namen sieht. Deswegen haben wir noch Glück. Spätestens, wenn da mal wieder wirklich sehr viele Namen draufstehen, dann wird es natürlich wieder ein kleiner Krampf. Kann dann sein, dass ich dann hier dieses Level 3, Level 2, 1, 2 und 1 wegmachen muss, damit das ein bisschen ordentlicher ausschaut. Aber da überlegen wir uns erst später was darüber. Wir fahren hier mit einem Scania RJL, mit einem Streamline. Schöner Mod-LKW auf jeden Fall. Fahre ich auch wirklich sehr gerne. Sieht auch sehr schön aus. Ich finde auch, wie ich ihn mir so ein bisschen konfiguriert habe, mochte ich ihn auch sehr gerne. Mochtet ihr den? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, Freunde. Bald kommt ja die 1.5.0, darauf freuen wir uns. Und wir haben hier Stau, wenn wir hier drauf fahren. Das gefällt mir jetzt aber nicht. So. Kreisverschlusssystem. Frage ist, die Baustelle unserer Seite? Ne, ist auf der Seite, ne? Blinken wir schon mal hier links. Vielleicht kommen wir hier rein gleich. Vielleicht lässt uns ja tatsächlich mal einer dieser lieben Autofahrer hier hinein. Normalerweise geht das ja immer hier relativ schnell. Aber mal gucken. Freunde, bald ist der 9. April. Das Video kommt ja heute am 4. April. Heute habe ich Geburtstag. Heute Abend werden wir, glaube ich, nicht streamen. Dafür werden wir morgen, ja, am 5. April, haben wir ja dann auf einmal unsere 5500 Aufwärtskilometer-Tour, die wir düsen wollen. Ja, es ist Reißverschlusssystem, heul nicht. Die wir ja düsen wollen. Also, wenn ihr natürlich Interesse habt, schaltet mal morgen in den Livestream ein. Dafür könnt ihr auch beispielsweise die Glocke aktivieren und zum Beispiel sagen, ihr möchtet nur für Livestream-Benachrichtigungen eine Benachrichtigung bekommen. Dann werden wir schön, habe ich mir noch nicht überlegt, um wie viel Uhr. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir das doch relativ spät am Abend machen werden. Ich glaube, gegen 18 Uhr fütter ich immer meine Hunde. Vielleicht kann ich das ja ein bisschen früher machen, dass wir so gegen 20 nach 6 spätestens anfangen mit dem 5500 Kilometer Aufwärtstour. Dafür werden wir auf jeden Fall gut fahren. Da werden wir auf jeden Fall auch ziemlich fleißig bestimmt in die Nacht hineinfahren. Aber ich glaube, so schlimm wird das gar nicht. Am Ende des Tages werde ich bestimmt so um die 4,5 Stunden dafür brauchen und danach heißt es ja nicht, dass wir dann nicht noch ein paar Touren fahren können. Müssen wir mal gucken. Also für die Leute, die Interesse haben, schaltet doch gerne mal morgen in die Videos mit hinein. Dann werden wir dort auf jeden Fall eine ziemlich coole und längere Tour düsen. Da muss man auf jeden Fall immer aufpassen, da hätten wir noch guten Unfall fahren können. Und not werden wir dann einfach so ein paar Kilometer düsen. Wir werden einfach ein bisschen quatschen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Mods, wie man was aufbaut oder sonstiges, könnt ihr das natürlich auch einfach immer wieder entweder hier in die Kommentare schreiben oder einfach im Twitch-Chat fragen, slash im YouTube-Chat fragen, denn wir machen ja mal einen Dual-Stream. Für die Leute, die gerne auf Twitch zugucken, guckt doch gerne mal unten auf der, in der Videobeschreibung. Dort ist auf jeden Fall ein Twitch-Link verlinkt. Und genau so ist auch ein Link unten in der Videobeschreibung, wo es zu meiner Modliste geht. Diese Modliste ist eine Google-Tabelle, also ich nenne sie immer Google Docs, dabei ist es gar keine Google Docs, aber es ist halt einfach eine Excel-Tabelle nur von Google her. Dort sind dann alle Links, die ich verwende für Euro Truck Simulator mit Modliste, mit einer Bewertung 1 bis 5 Sterne und den Namen natürlich mit drinne. Achtung, das ist nicht die 100%ige Ladereihenfolge. Nein,
Das ist nicht der Fall, sondern ich habe einfach alle Mods reingefügt, die ich besitze, die ich zurzeit aktiviert habe. Ich werde irgendwann die Liste dann so aktualisieren, ja, dass man auch sieht, welche Mods ich aktiviert habe, welche ich deaktiviert habe, wann ich sie hinzugefügt habe und was ich denen für eine Bewertung gegeben habe. Genauso haben wir zum Beispiel auch einen Punkt, dass wenn ich einen Test mache für einen Mod oder mehr gesagt gerade einen Mod ausprobiere, dann steht da richtig testen, dann gebe ich den immer 0 von 5 Sternen oder 1 von 5 Sternen, ich weiß gar nicht, was das Minimum gerade ist. Und dort können wir dann gucken, einfach wie das Ganze funktioniert, ob das hübsch ausschaut, ob ich den überhaupt mag, ob ich den überhaupt gut finde für meinen Hauptcharakter hier, damit ich das alles düsen kann. Und da gucken wir natürlich dann immer fleißig nach neuen Mods. Also, wenn ihr auch natürlich noch geile Mods habt, die ich noch gar nicht vorgestellt habe, die ich noch gar nicht kenne, könnt ihr auch gerne mal in den Discord mit reinkommen. Unten in der Videobeschreibung natürlich auch mal wieder einen Link. Dort könnt ihr dann in meinen Discord reinkommen. Und dort habe ich dann einen Reiter ETS 2 Mods. Ja, da könnt ihr dann, wenn ihr wollt, könnt ihr dort Modifikationen für das Spiel reinladen, einfach die URL kopieren und einfügen, damit ich das dann auch sehen kann, testen kann. Oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Mods, warum was nicht funktioniert und sowas. Die Leute auf meiner Community, da kommen nicht wirklich oft Fragen, aber wenn Fragen kommen, dann wird eigentlich immer spätestens am nächsten Tag die Frage beantwortet. Mehr gesagt, jemand setzt sich dann auch tatsächlich hin und beantwortet auch die Frage. Das ist natürlich immer ganz cool. Da bin ich auch immer sehr stolz darüber, dass dann auch viele Leute aus meiner Community das Ganze gerne machen. Deswegen auch dafür nochmal ein kleines Dankeschön, Jungs. Und Mädels natürlich auch. Aber man muss ja auch mal Realität freien Lauf lassen. Am Ende des Tages sind wir, glaube ich, bei 99,6% männlichen Zuschauern. Da sind die Frauen anscheinend hier noch nicht ganz aufs Spiel gekommen, aber das Spiel macht halt einfach super viel Spaß. Aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema, ist ja auch gar nicht schlimm. Oh mein lieber Mann, ich habe mir ab sofort überlegt auch, können wir jetzt auch nochmal ganz kurz klein besprechen, ob wir vielleicht dienstags oder donnerstags einen Erkundungstag machen. Was bedeutet das, dass jeden Dienstag oder Donnerstag, vielleicht auch einfach mal am Wochenende oder sowas, ein Video kommt, wo ich dann irgendwelche Secret oder Narrow Streets fahre oder euch einfach was zeige. Zum Beispiel im nächsten Video, was kommen wird, werde ich euch den ProMods Tunnel zeigen. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist halt einfach ein Tunnel. Ich glaube in Island, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube es war in Island, dort hat ProMods halt seinen eigenen Partytunnel erstellt, ja, wo man dann mit dem LKW durchfahren kann, wo man dann Foodtrucks sieht, LKWs sieht und. Fand ich natürlich ziemlich cool. Dementsprechend werde ich euch das zeigen, weil viele Leute kennen das hier natürlich auch gar nicht. Und das ist so dann auch mein Ziel mit diesen Erkundungstouren einfach für euch, dass ihr auch mal geile andere Strecken seht, die man zum Beispiel auch einfach mal gut düsen kann. Und da suche ich natürlich auch immer ständig, also wenn ihr natürlich auch dort für einen geilen Vorschlag habt, wo man mal hindüsen kann, was eine ganz geile Location ist. Ich habe immer ein Ohr offen auf dem Discord und höre mir auch immer gerne wieder Vorschläge an, Freunde. Deswegen seid da nicht schüchtern, einfach reinstellen, einfach fragen, kann nur gut werden. So, ich sehe gerade, ich habe gar keinen Seitenspiegel, dass ich sehen kann, ob ich dort fest habe. Freunde, wenn euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen im Livestream oder in dem nächsten Video. Ich wünsche euch was. Schönen Tag noch. Danke an jeden, der an meinen Geburtstag heute natürlich auch noch gedacht hat. Kuss, Kuss, Kuss. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Ich wünsche euch was. Haut rein.